Der dänische Erfinder Peter Madsen hat in einer TV-Dokumentation den Mord an der schwedischen Journalistin Kim Wall gestanden. Es gibt nur einen Schuldigen und das bin ich, sagte der 49-Jährige. Die damals 30-jährige Wall hatte Madsen im August 2017 für ein Interview in seinem selbstgebauten U-Boot Nautilus aufgesucht. Danach verschwand sie spurlos. Tage später wurden ihre Leichenteile in der Ostsee gefunden. Madsen präsentierte in der Folge mehrere Versionen zum Tod der jungen Frau. Unter anderem behauptete er, Wall sei bei einem Unfall an Bord der Nautilus ums Leben gekommen. In einem aufsehenerregenden Prozess wurde er 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt. Während des gesamten Verfahrens bestritt er, Wall getötet zu haben.